Hallo zusammen, heute geht es um Doppelkompressor, zwei Maschinenkühlschränke, also ein Kühlschrank mit zwei Kompressoren. Wir haben Vitri Frigo, die haben an der Caravan in Düsseldorf und an der CMT und auch sonstige Messen haben die einen Kühlschrank vorgestellt mit zwei Kühlmaschinen. Wir haben den WCS, den Götz, der hat jetzt einen neuen Kompressorkühlschrank, der kommt mit zwei Kühlmaschinen, ist absolut ultra, was es auf dem Markt gibt, sage ich mal so. Dann kam Carex mit einem Kühlschrank mit zwei Kompressoren. Und meine Devise ist schon seit 40 Jahren, baut zwei Kühlsysteme ein. Aber nicht in einen Kühlschrank, sondern nehmt den Kühlschrank ohne Eisfach und dazu einen zweiten Kühlschrank oder Tiefkühlschrank, den man dann als Tiefkühler betreiben kann, und zwar ein richtiger Tiefkühler, oder alternativ einen Kühlschrank ohne Eisfach und dafür einen Kompressor. Jetzt, wie komme ich zu diesem Video? Jetzt ziehe ich dann über die Firmen her. Ja, der Kühlschrank von Carex, wer hat den gebaut? Das sei ich gewesen. Ich hätte diesen Kühlschrank gebaut, hat mir einer geschrieben. Ich habe den gleichen Kühlschrank, wie Carex in seinem Video zeigt, in meinem Sortiment. Das Video verlinke ich euch unten drin. Das ist dieser Kühlschrank hier, der kommt ab China. Den haben wir als Lager, es gibt ihn als rechts oder als links gebandet. Also rechts gebandet wie hier oder links gebandet auf der anderen Seite. Man kann den Schrank nicht umbauen, weil ich kann den Verschluss nicht hier rüber setzen. Also kleines Detail. Jetzt, wenn man beim Chinesen bestellt, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich dem Chinesen, ich will den Schrank in Low-Budget-Prinzip. Also die günstigste Kühlmaschine, die ihr findet, soll er da hinten rein haben. Oder ich mache einen Chinesen, sage ich, du musst einen Secop-Kompressor einbauen. Secop-Kompressor mit R600A, das ist ein natürliches Kältemittel. Dann macht er das. Wir haben ja seit der neuen F-Gas-Verordnung, die jetzt seit März 2024 in Funktion ist, Probleme mit dem Import von Kühlschränken. Die R134A als Kältemittel haben. Dann kann ich sagen, ich kann hier einen kleinen Wärmetauscher nehmen oder ich nehme hier einen dickeren, der mehr Oberfläche hat. Durch das habe ich den besseren Wirkungsgrad. Der Kühlschrank von Carex ist gleich. Wir haben hier hinten, es ist ein Einbaukühlschrank, nur eine Folie. Carex hat zum Beispiel eine Blechwand. Wenn ihr das Video anschaut, seht ihr, dass auf der Rückseite ganz ein anderer Kühlschrank ist. Ich habe es probiert auszudrucken. Ich habe das mal vom Lieferanten gekriegt. Günstiger Kompressor, das ist noch ein No-Name chinesischer Kompressor und ein Kondensator, der kleiner ist. Was hat jetzt Carex oder der Kältetechnik gemacht? Der hat eigentlich bei dem das Kühlelement hochgebogen und dann hier oben montiert. Das hier ist ein Ausschnitt aus diesem Video. Und wir sehen, dass dieser Kondensator, den ich euch vorher auf dem Bild gezeigt habe, hier hochgedreht wurde und direkt an die Wand. Also wenn man das macht, dann dreht es jeden Kältefachmann im ersten Lehrjahr die Fußnägel hoch. Zweitens kriege ich hier oben ja kaum Luft. Das heißt, wo soll denn die Luft herkommen, um hier anzusaugen? Und zweitens, die Anordnung so vom Kondensator bringt nichts. Das heißt, es hat einen riesen Vorteil, wenn ich das mache in diesem Schrank.
Der Kühlschrank hier, diese Kombination, hat, weil ich den kältetechnischen Mucks vollbringe, den Kondensator so, oder Verflüssiger, das ist ein Verflüssiger, der verflüssigt hier drin das Kältemittel, hier hochmontiere, dann kühlt der Kühlschrank nicht mehr. Aber der Tiefkühler kühlt mehr und das System braucht viel mehr Energie. Das heißt, wenn ich nachher in dem Video, schaut es euch an, ja, der Kühlschrank braucht jetzt nur noch 5 Ampere. Denke ich mir, 5 Ampere für den kleinen Kühlschrank hat nur 140 Liter. Ist irgendwas schief gegangen? Weil ich jetzt hier Platz habe, das Zeug alles weg ist, kann ich hier eine zweite Kühlmaschine daneben stellen. Und man sieht es auf dem Video, da wurde einfach, ich sag mal, so eine Verdampferplatte hier reingemacht, die Leitung runtergezogen. Hier runtergezogen und hier eine Kringel und hier rein. Wir sehen es hier noch auf dem gleichen Foto. Hier kommt die Leitung hier raus und geht dann hier runter auf den Kompressor. Und ein zweiter Kondensator, der identische, denke ich, aber ein ganz anderer Lüfter, wurde hier auch genau gleich scheiße angebracht. Wer weiß, was ich meine mit scheiße, kann es mir unten in die Kommentare schreiben. Das ist Kältetechnik, erstes Lehrjahr. Und hier habe ich dann diesen Kompressor. Hier habe ich auch einen billigen, ich vermute es ist ein Ziklan, man sieht es nicht so genau, einen Kompressor mit R134A. Und hier diese Leitung, die ist nicht isoliert, diese Leitung kommt also hier raus, aus dem Kühlschrank, und die wird hier Kondenswasser ansetzen und hier werden wir permanent Wasser haben oder Kondenswasser, was dann hier runter tropft und hier so eine leichte Pfütze gibt, wenn das Holz ist, muss ich euch nicht erklären. Der von Carex, der Kühlschrank, der hat 134A drin. Wie schon erwähnt, seit der neuen F-Gas-Verordnung habe ich Probleme mit dem R134A, das zu importieren. Ja, es ist so. Also wenn ich ein neues Gerät auf den Markt bringe, dann setze ich nicht ein Kältemittel ein, was eigentlich schon fast verboten ist. Der WCS, der geht in eine Richtung, der macht zwei Kompressoren BD80 rein. Die laufen mit einem natürlichen Kältemittel R290. Die haben richtig Wumms, das heißt der Tiefkühler, den ihr oben habt, der hat etwa die gleiche Größe wie der Schrank, der donnert dann runter auf minus 35 Grad. Er hat zwar gesagt, er wird den beschränken auf minus 25 und Carex erzählt was von minus 15 Grad. Kommt ihr aus der Lebensmitteltechnik und ihr sagt, Tiefkühlung ist minus 15 Grad? Ja, vergesst es. Punkt. Vitrifrigo geht in die andere Richtung. Der hat gesagt, wir kriegen ja diesen BD35, der meistverbaute Kompressor von Secop, vormals Danfoss, wird sich ja ablösen. Erstens wegen F-Gasverbot und zweitens, da kommt ja der kleine Nano. Wenn ich das vergleiche, ich habe irgendwo ein Vergleichsvideo gemacht zwischen dem Kompressor, den wir momentan verbauen hier, und dem Nano. Er ist viel leichter, er ist kleiner und hat den besseren Wirkungsgrad. Also Vitrifrigo setzt auf diesen Kompressor. Ich finde das richtig. Problem ist bei diesem Kompressor, ich habe eine Palette voll gekriegt und die sind schon weg. Die sind eigentlich schon verplant. Also ich kann den nicht liefern. Und das gleiche Problem hat Vitrifrigo. Der kriegt die Kompressoren nicht. Wird sich aber ändern, sage ich mal ganz frech. Und dieser Kompressor, den kriege ich auch hier ganz schön klein, fein unter. Also, und von der Leistung her identisch wie
der jetzt verbaute Kompressor. Das ist der BDN50K und hier haben wir den BD50K verbaut. Wir haben also der Kompressor und der Kompressor, laufen beide auf R600A die gleiche Leistung, obwohl, ihr seht, viel kleiner. WCS geht in die große Richtung, einen richtig fetten Kompressor, Kühlung, Tiefkühlung, okay. Aber Carex setzt den originalen Kompressor ein, neben diesem Chinesen, mit R600 im Tiefkühler. Und daneben einer, der schon zum Tode verurteilt ist, mit R134A, beinahe Neuentwicklung. Wenn ich das machen würde, würde ich den Kühlschrank auf 600 laufen lassen, R600A, und den Tiefkühler infolge der massiven Leistung, der BD80 hat im Tiefkühlung etwa dreimal mehr Leistung wie der Kompressor hier. Durch das kann ich dann auch massiv Ware einfrieren und aus diesem Grund würde ich, wenn ich sowas auseinandernehme, einen BD80 einsetzen. Im Tiefkühler. Carex hat jetzt hier den Kühlschrank für den Tiefkühler. Den Verdampfer vom Kühler hat er noch drin. Aber der funktioniert nicht mehr, weil er hier oben Mucks gemacht hat. Und hier habe ich die Steuerung original von diesem Kühlschrank. Da habe ich sicher ein Video gemacht. Verlinke ich euch vielleicht in der Endcard. Diese Steuerung steuert nur beim Originalschrank, der hier ist, den Kühlschrank. Der Tiefkühler ist ein Mitläufer. Der läuft einfach mit, da wird das Kältemittel mit minus 20 Grad oben eingespritzt und dann erreicht er etwa die Temperatur und kühlt dann nicht, wenn es außen sehr kalt ist oder zu wenig. Jetzt hat Carex diese Steuerung hier oben drin. Aber die funktioniert ja für den Kühlschrank. Für den Tiefkühler hat er, aber das Kühlsystem hängt hier am Tiefkühler. Also heißt, er muss irgendwas, muss er die Steuerung umhängen auf das neue Kühlsystem oder wie er es gemacht hat, er baut einfach zwei separate Thermostaten ein. Das ist zum Beispiel so ein Eliwell-Regler, den wir Standard überall einsetzen. Ich könnte auch zwei solche Regler hier einsetzen. Seiner hat jetzt noch Bluetooth und Wi-Fi und weiß nicht was, dann kann ich beim Nachbarn mit dem Handy sitzen und sagen, guck, mein Kühlschrank hat 5 Grad oder nur 8, weil die Kühlmaschine relativ schwach ist. Willst du ein Bier? Ja, nur der Kühlschrank zeigt dir nicht an, ob es Bier kalt ist, beziehungsweise ob das Bier im Kühlschrank ist. Also ich muss sowieso einen Kühlschrank und ob der hier übers Handy angezeigt werden kann oder so, also nach mir, das Bier muss kalt sein. Der Rest ist eigentlich scheißegal. Ich schalte den Kühlschrank ein im Wohnmobil und lasse den laufen und der muss einfach kalt machen, mehr nicht. Wenn ich jetzt euch so einen Kühlschrank umbauen würde, würde ich das Display lassen, auf den Kühlschrank steuern, weil es ist noch so, ich habe hier oben in der Tür ein Magnet. Wenn ich den Kühlschrank zumache, geht das Licht aus. Wie Carex das mit dem Licht gelöst hat, hat er im Video nicht erklärt, aber ihr wisst ja, das Licht im Kühlschrank, wenn ich den aufmache, muss das Licht angehen. Bei WCS, der ist natürlich viel besser. Der hat nicht nur unten im Kühlschrank Licht, der hat auch oben im Tiefkühler Licht. Aber sind wir mal ehrlich, wie viel Mal am Tag gehe ich an Tiefkühler? Mit dem meine Lösung, Kühlschrank, nur kühlen und eine Tiefkühlbox im Kofferraum, in der Bilge oder in der Wachskiste, wo ihr halt sowas einsetzt. Und dann würde ich für einen Tiefkühler das Display für einen Kühlschrank und dann das Teil extern setzen für
den Tiefkühler. Aber eine stärkere Kühlmaschine, auch eine BD80, wie sie der Götz einsetzt. Zum Preis, was darf so ein Kühlschrank kosten? Ihr seht hier, 1833 kostet der Kühlschrank mit einer Kühlmaschine, hat das Normmaß vom Absorberkühlschrank. 300 Franken muss ich etwa rechnen für den Einbau, jetzt bei uns. Kühlschrank raus, Kühlschrank rein, Gasleitung abzwicken oder zumachen, Elektroblock umhängen und so weiter. Eventuell eine kleine Blende setzen. 3 Stunden sind da sofort verblödet. Also fertig oder der Götz hat ja gesagt, sein Kühlschrank kostet 3200 Euro. Da kann ich auch eine Kühlbox und einen Kühlschrank kaufen. Ich mache zum Beispiel einen Kühlschrank hier ohne Eisfach. Der kostet dann 1100. Dann nehme ich hier eine 40 Liter Kühlbox. 1600. Dann sind wir auch bei 1800, 2000. Oder ich mache den Tiefkühlschrank. Hier stehen jetzt 2 übereinander, aber der kostet dann auch wieder Geld. Und dann habe ich 2 Kühlschränke übereinander, auf Wunsch noch 2 Kühlmaschinen extern. Und so habe ich 2 Kühlschränke. Wenn ich die zusammenschraube, habe ich logischerweise natürlich einen Kühlschrank mit 2 Kühlmaschinen. Bin ich abgeschweift von den 2 Kühlsystemen. Carex hat noch keinen Preis durchgegeben. Dann den Kühlschrank von Vitrifrigo, den Slim 250. Der ist ohne Mehrwertsteuer bei 2,6 und mit Mehrwertsteuer sind es dann auch über 3000 Euro. Punkt. Jetzt, wenn ich diesen Schrank rechnen würde, der kostet 1800 Schweizer Franken. Dann brauche ich ein zweites Kühlsystem, da reden wir über 500 Franken. Dann brauche ich ein Eliwell-Thermostat, hier sowas, muss das alles noch einbauen. Dann kommt so ein Schrank. Also ich sage mal, ich habe keinen nicht im Sortiment. Der kostet dann 2300, 2600 eingebaut. Ja. Was Carex hat, im Video hat er gesagt, der schreibt es dann auf die Homepage, ist okay, das kommt der Preis, Punkt. Meiner hat dann einfach kein Wifi, ich muss an den Kühlschrank gehen, um die Temperatur abzulesen oder auch das Bier rauszunehmen. Und hinten hat er 2 Kühlmaschinen, ja. Ich verlinke euch hier die Steuerung. Von Kompressor und hier diesen Kühlschrank hier und ich wünsche euch einen schönen Tag.